Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Play Harry Potter Hogwarts Mystery mit mir, dem DagiLP. Und ich begrüße euch heute zu einer Special-Folge. Ja, ihr habt richtig gehört und ihr werdet es wahrscheinlich auch schon anhand des Titels und des Thumbnails und der Folgenlänge gemerkt haben wahrscheinlich, dass es sich hier um eine Special-Folge handelt. Denn was habe ich heute mit euch vor, Leute? Ich werde Vertrauensschüler von Hufflepuff. Zumindest hoffe ich das. Ich weiß es noch nicht so genau, weil ich meine, ob ich mich jetzt dafür eigne, sei jetzt mal dahingestellt. Kann sein, muss aber nicht. Und ob wir das schaffen werden, das werdet ihr jetzt im Laufe dieser Folge herausfinden, denn ich kann euch versprechen, entweder werde ich am Ende Vertrauensschüler oder ich bestehe nicht. Ich weiß nicht, ob man nicht bestehen kann, aber ja, entweder Vertrauensschüler oder eben nicht Vertrauensschüler, aber ihr werdet es in dieser Folge erfahren, 100%. Und ja, würde ich sagen, gehen wir mal hier auf die Nebenquest und da seht ihr es auch schon. Werde Vertrauensschüler. 2 Tage bzw. 3 Tage hätten wir dafür Zeit. Kriegen dafür auch dicke Prämien, was auch nicht schlecht. Wir drücken auf I. Ach so, das ist diese Meldung. Okay, nee, das brauchen wir nicht. Und ja, unsere erste Aufgabe ist, dass wir mit Professor Sprout sprechen müssen. Und zwar im Kerkerbereich, also im Gemeinschaftsraum wahrscheinlich. Und ja, machen wir das mal und los geht's. So, ist hier eine Hauselfe, die ich an... Nee, leider nicht. Okay, dann gehen wir hier einmal rein und mit Sprout sprechen. So, ja, sind auch wieder einige Leute hier. Hallo. Hoffentlich schickt mich Sprout nicht schon wieder zum Nachsitzen. Ja, Tonks, ich drück dir auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht passiert. Hallo, Penny Haywood. Na, wie geht es denn so? Vermisst ihr auch manchmal unsere alten Vertrauensschülerin Jane? Hallo, irgendjemand? Nein, nein, Penny. Und das ist so lustig. Ich meine... Das Spiel spielt quasi darauf an, dass keiner sie vermisst und das ist halt wirklich so. Ich bin froh, dass sie weg ist, Leute, und ich werde jetzt ihren Platz einnehmen und alles besser machen. Hoffe ich zumindest. Vielleicht wird ja Penny mit mir Vertrauensschülerin. Dann komme ich ihr noch näher. Oh mein Gott, das wird toll. Und ich hoffe nicht Rowan. Professor Sprout sieht aus, als hätte sie wichtige Pläne. Ja, aber nicht für dich, Rowan. Hallo, Professor Sprout. Sie wollten mich sprechen, Professor Sprout? Ich möchte Ihnen das Angebot machen, Hufflepuff-Vertrauensschüler zu werden. Dies ist nicht nur einer der größten Ehren, die einem Schüler in Hogwarts zuteil werden kann. Sie erhalten auch ein spezielles Abzeichen und Zugang zum Vertrauensschülerbad. Sollten Vertrauensschüler nicht besonders gut darin sein, Regeln zu befolgen? Ja, eigentlich schon, ne? Das ist einer der Voraussetzungen, ja. Allerdings glaubten der Schulleiter und ich, dass ihre anderen Leistungen ihre Unfähigkeit zum Einhalten der Regeln aufwiegen. Vielleicht beflügelt diese Ehre sie sogar dazu, ihr Verhalten zu überdenken. Vielen Dank, Professor Sprout. Wie kann ich beweisen, dass ich ein würdiger Vertrauensschüler bin? Ja, Leute, kurze Info dazwischen. Wir wissen ja von Dumbledore allein schon aus den Harry Potter Büchern, dass er immer gerne bereit war, Leute zu Vertrauensschülern zu machen, um sie dadurch zu sensibilisieren. Ja. Zum Beispiel hat er ja auch, Ron Weasley, glaube ich. Nee, warte, das war nicht direkt Ron. War das Ron? Also, Ron wurde Vertrauensschüler. Ja, das weiß ich. Aber war das Ron, wo er das deswegen gemacht hat? Auf jeden Fall hat er das bei irgendeinem Schüler gemacht, wo ich es gerade nicht genau weiß. Ich glaube, war nicht Tonks auch Vertrauensschülerin später? Bei irgendjemand hat er das gemacht, dass es eben auch genau dafür eben gedacht ist. Und das finde ich cool von Dumbledore, weil das ist ein sehr schöner Lerneffekt, den man dadurch erzielt. Sie müssen in allen Fächern glänzen und ihren Hufflepuff-Mitschülern helfen. Bereiten Sie sich auf eine Reihe von besonderen Prüfungen und Herausforderungen vor. Wenn Sie gut genug abschneiden, beginnen Sie Ihr 5. Jahr als Hufflepuff-Vertrauensschüler. Viel Glück, Mr. Granger. Das Vertrauensschülerabzeichen wird Ihnen gut stehen. Oh yeah, Leute, das glaube ich auch. Ja, werden wir in das 5. Jahr als Vertrauensschüler gehen, ja oder nein? Ihr werdet es rausfinden. So, zur Verwandlung gehen. Verwandlung beginnt gleich. Viel Glück, angehende Vertrauensschüler. Los geht's. So. Gut, dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Und zu Verwandlung gehen. Ich hoffe, das ist jetzt kein normaler... Vielleicht können wir ja gleichzeitig hier die Sterne für Serpensortia voll machen, wenn das jetzt normaler Unterricht sein sollte. Effizienz! Los geht's. Und hier sind wieder einige Leute, die mit mir reden wollen. Hallo, Rowan. Ich frage mich, was ich wohl als Animagus wäre. Ja, ich kann's dir sagen. Du wärst wahrscheinlich ein... Stinkekäfer oder so. Keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Zonkus ist okay, aber mir steht der Sinn nach größeren Streichen. Vielleicht sollte ich die Nocturngasse besuchen.
Das sind dann aber keine Streiche mehr, Tulip, sondern eher Tötungsmethoden. Hallo, McGonagall. Willkommen zurück in Verwandlung. Passen Sie gut auf und geben Sie sich stets größte Mühe. Das gilt insbesondere für alle, die auf die große Ehre hoffen, ihr Haus als Vertrauensschüler vertreten zu dürfen. Erfolge bringen Sie dem Ziel näher und mit Fehlern stellen Sie unter Beweis, dass Sie das Zeug, dass Sie nie das Zeug zum Vertrauensschüler hatten. Legen wir los. Okay. Ja, mal gucken, ob das jetzt normaler... Ja, was frage ich auch so blöd? Natürlich ist das normaler Unterricht. Die Erklärungen. Ich habe eine Lektion zu diesem wichtigen Thema vorbereitet. Hören Sie gut zu. Ja, Leute. Also normalerweise wäre ich jetzt so ein bisschen genervt davon, dass wir jetzt normalen Unterricht bei so einer coolen Aufgabe machen müssen. Aber dadurch, dass wir ja noch Serpensortia machen müssen, spielt uns das sehr in die Karten. Oder mir persönlich. Das ist gut. Und ich nehme Empathie. Und jetzt werden wir sehen, ob Sie aufgepasst haben. Frage beantworten. Welchen Effekt hat Reparifage? Zerbrochene Objekte reparieren, Essen kochen, Verwandlung rückgängig machen. Ja, Verwandlung rückgängig machen natürlich. Mann. Man könnte jetzt denken, bei Repari hört sich an wie reparieren, aber nein, Leute. Ne? Das habe ich mir auch nur gemerkt durch Hogwarts Mystery. So, Wissenspunkte kriegen wir dafür. Nice. Lernen. Bitte gehen Sie für den heutigen Unterricht das Buch und Ihre Notizen durch. Ja, ich werde mein Bestes geben, Professor McGonagall. So, und Rowan, der macht mal wieder gar nichts und guckt nur... Also, so sehr ich Rowan hasse, ne? Aber das, was er gerade tut, habe ich damals in der Schule auch häufig gemacht. Leute, nehmt euch da kein Beispiel dran. Ja, alle schreiben und ich gucke links und rechts und weiß nicht, was ich tun soll. Das ist, ja, ich fühle mit ihm. Aber ausnahmsweise, normalerweise mag ich ihn nicht. Also, ich mag ihn auch jetzt nicht, aber ich weiß halt, wie er sich fühlt. So, zweiter Stern und 200 Münzen nehme ich gerne mit. Ja, wir haben schon wieder richtig viele Münzen, Leute. Psst, gib mir den Zettel. Oh Mann, Rowan, Alter. Jedes Mal will der meinen Spickerzettel haben. Der ist echt, das ist eine traurige Existenz einfach. Ich meine, der hat ja nicht mal ein Buch aufgeschlagen. Außer dieses leere da. Ich auch nicht, aber ich habe was geschrieben, Leute. Das ist immerhin etwas. So. Alphabet der Verwandlung lernen. Kommen Sie bitte alle nach vorne und sehen Sie sich meinen Eintrag auf der Tafel genau an. Okay, so. Ja, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Ah, doch, noch 4. Gibt's hier irgendwas mit 4? Ah, nee, aber 2 mal 2. Das ergibt 4, Leute. Ja, ja, bitte einmal Applaus in die Kommentare. Dankeschön. So, und dann gönnen wir uns jetzt mal. Ich hole mal direkt 2 mal. Ein paar muss ich aufheben, falls ich Aufgaben irgendwie überspringen möchte. Aber dann haben wir jetzt mal eine gewisse Anzahl an Energiepunkten, mit denen wir arbeiten können. So, der dritte Stern. Und Wissen. Sind Sie ganz bei der Sache? Bitte passen Sie gut auf. Konzentrieren. So. Ja, geht schon mal alles gut los, Leute. Ich will auf gar keinen Fall bei irgendwas failen, weil... Ja, man weiß ja nie. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass man nicht Vertrauensschüler werden könnte. Ich weiß es nicht. Und, ja, darauf will ich es nicht ankommen lassen. Form einprägen. Stellen Sie sich das Objekt vor Ihrem geistigen Auge vor, um die Verwandlung korrekt auszuführen. Okay. Notieren... Flüstern, konzentrieren und im Schulbuch nachschlagen, Leute. Lernen. Immer schön lernen, liebe Kinder da draußen. Ja, ich muss auch mal so Sachen sagen, Leute, weil sonst kriege ich Ärger von Eltern und so. So, Tapferkeit. Und ja, versuchen Sie jetzt, sich ohne das Objekt an dessen Form zu erinnern. Ey, ich meine, ich habe in meinem Leben bestimmt schon häufiger Kessel gesehen. Ich weiß manchmal echt nicht, was das bedeuten soll. Das wäre so, als würde jemand im Unterricht zu euch kommen, euch irgendwie einen Bleistift in die Hand drücken und sagen, hier, guck ihn dir an. Dann nimmt er euch den weg und sagt, na, wie sieht ein Bleistift aus? Das ist dumm einfach. Fähigkeiten üben. Der letzte Stern gehört mir, Leute. Alle Zauberstäbe in die Luft. Stellen Sie sich für den nächsten Teil bitte hin. Ja, los geht's. So. Und ich hoffe, ich kriege jetzt zum Abschluss nochmal eine gute Belohnung. Das wäre mal was. So, zusehen und damit haben wir den letzten Stern. Und ja, toll. Leider nichts Gutes, aber egal. Sie müssen sich auf das Äußerste konzentrieren, um die Kraft Ihres Zauberstabs richtig anzuwenden. Konzentrieren. So. Hervorragend. Und da lächelt sie wieder. Schwiegermutters Lieblingslächeln ist natürlich wieder am Start, Leute. Wie soll es auch anders sein? So.
Dafür kriegen wir wieder Wissenspunkte, Wappen, die ich nicht brauche und Hauspunkte, die ich brauche. Führen Sie bitte Reparifatschau, Mr. Granger. Okay, Leute, jetzt darf ich wieder nicht failen, aber das sollte ich gerade so hinbekommen. Reparifatsch! Ja, das scheint doch schon mal gut geklappt zu haben, Leute. Wir sind ganz gut dabei. Gut gemacht. Falls irgendjemand unter Ihnen darauf hofft, sich die Ehre der Aufgabe als Vertrauensschüler zu verdienen, wünsche ich Ihnen viel Glück. Danke, Professor McGonagall. Alle Anwärter sagen, dass sie wegen der großen Ehre Vertrauensschüler werden möchten. Aber warum möchtest du wirklich Vertrauensschüler werden, Daniel Granger? Die Ehre, die macht die Vorteile. Also ich versuche jetzt einfach mal real zu antworten, Leute. Warum würde ich im Real Life angenommen, ich wäre jetzt in der Situation, warum würde ich Vertrauensschüler werden wollen? Die Ehre? Nee, nicht unbedingt, glaube ich. Also klar wäre es cool, aber die Ehre versiegt nach ein paar Tagen, denke ich mal, oder nach ein paar Wochen, wenn man daran gewöhnt ist. Die Macht? Nee, Macht besessen, also ich würde sagen, die Vorteile. Ich möchte eines dieser faszinierenden Vertrauensschülerabzeichen und Zugang zum Vertrauensschülerbad, von dem ich unglaubliche Dinge gehört habe. Ganz zu schweigen davon, dass ich ein Auge zudrücken könnte, wenn einer meiner Freunde in Schwierigkeiten steckt. Viel Glück, Daniel Granger. Vertrauensschüler zu werden ist eine tolle Idee, klingt aber auch nach einer Menge Ärger. Ich helfe dir aber gerne beim Lernen für deine Prüfungen. Vielleicht bist du gnädig mit mir, wenn du das Sagen hast. Ja, Tulip, dann sei mal nett. Stimmt, ich kann die Leute unter Druck setzen. Also wenn Penny nicht tut, was ich will, ziehe ich einfach Hauspunkte ab. Okay, sie ist auch Hufflepuff, aber... Die Drohung reicht vielleicht. Mit Tulip lernen. Wir treffen uns in der Bibliothek, Daniel Granger. Ich bringe dir alles bei, was du wissen musst. Los geht's. So, dann einmal hineinspaziert und mit Tulip lernen. So, und wieder wollen Leute mit mir reden. Ey, das gibt's ja nicht. Hallo. Ich wäre gerne Vertrauensschüler. Das Abzeichen würde zu meinem Schal passen. Ja. Oh, das Tollboot. Mein bester Freund, das goldene Trio, Leute, ihr wisst Bescheid, wer das letzte Special geguckt hat, wo ich Animagus wurde, der kennt Tollbutt und weiß auch, was ich so toll an ihm finde. Jemand hat mir erzählt, dass Garrick Ollivander einen V besitzt. Ja, Tollbutt, da hast du recht. Ich mag dich, Tollbutt. Tschüss, Tollbutt. Oh, und hier nochmal. Wenn du versprichst, dass du alle Hufflepuffs davon abhältst, irgendwelche Geräusche zu machen, empfehle ich dich vielleicht als Vertrauensschüler. Ja, ich werde mein Bestes geben, auf jeden Fall. So, hallo, Tulip. Danke für deine Hilfe beim Lernen, Tulip. Mit Vergnügen, Daniel Granger. Als Vertrauensschüler brauchst du nicht nur gutes Erhalten, sondern auch Spitzennoten. Wenn du Vertrauensschüler bist, wirst du hoffentlich nicht ständig die Leute wegen Hauspunkten piesacken. Eine gewisse Fixierung auf Hauspunkte gehört zum Abzeichen dazu. Ich möchte Jane Kurt schließlich nicht enttäuschen. Also, doch. Bring mich nicht dazu, dass ich es bereue, dir beim Lernen zu helfen, Daniel Granger. Okay, tut mir leid. Womit wollen wir anfangen? Du hast als nächstes Professor Flitwick. Lass uns die Verteidigungs- und Abwehrzauber lesen. Okay, das heißt wohl wahrscheinlich, dass ich genau nach dieser Aufgabe erstmal zu Flitwick darf. Und ich lege fast schon meine Hand dafür ins Feuer, dass das normaler Unterricht wird. Ich hoffe es zwar nicht, aber ich ahne es irgendwie schon so ein bisschen. Naja, zumindest ist das hier nur eine Stundenaufgabe. Das geht sehr schnell, außer ich mache das jetzt... Ja, boah, ich muss ein bisschen auf Effizienz achten. Ja, das war sehr effizient, glaube ich. Und meine Haare, Leute, was ist denn da los? Ich traue mich gar nicht mehr in die Facecam zu gucken. So, Münzen kommt zu Papa. Vielen Dank für deine Hilfe beim Lernen, Tulip. Ich möchte unbedingt die Gelegenheit nutzen, Vertrauensschüler zu werden. Gern geschehen, Daniel Granger. Was wirst du als Vertrauensschüler tun, wenn du mich dabei erwischst, wie ich die Regeln verletze? Meine Arbeit machen, wegschauen, stell mich nicht vor die Wahl. Also real Antworten tue ich jetzt auch wieder, Leute, und ich würde wegschauen. Ich kann dich nicht in Schwierigkeiten bringen, Tulip, nicht nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben. Ich weiß nicht, ob du einen guten Vertrauensschüler abgibst, aber du bist ein guter Freund, Daniel Granger. Viel Glück in Zauberkunst, Daniel Granger. Ich bin schon gespannt, was passiert, wenn du Vertrauensschüler wirst. Ja, ich hoffe immer noch, dass Rowan oder Ben oder so mich fragen, was ich tun würde, weil die hätte ich auflaufen lassen. Zauberkunst beginnt gleich. Viel Glück für alle angehenden Vertrauensschüler. Los geht's!
So, ja, reinspaziert und das ist wieder so... Ah, nee, wir haben vorhin gar nicht... Warte mal. Warte mal. Oh, wir haben gar keine Punkte für Serpensort hier bekommen. Ich dachte, das würde... Oh, Mann, oh. Na, egal, Leute. Lass uns Zauberkunst machen. So. Ich wäre gerne Vertrauensschüler, aber ich weiß nicht, ob ich mit so viel positiver Anerkennung umgehen könnte. Wahrscheinlich nicht, Ben. Hallo, Charlie. Mein Bruder Percy redet schon seit ich klein war davon, Vertrauensschüler zu werden. Ja, toll, freut mich. Hallo, Rowan. Anscheinend will jeder in deinem Jahrgang der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler werden. Aber ich werde es. Das ist der Unterschied, weißt du, Rowan? Hallo, Professor Flitwick. Willkommen in Zauberkunst, liebe Schüler. Ein herzliches Willkommen und ein Ansporn für alle zukünftigen Vertrauensschüler unter uns. Einige meiner liebsten und talentiertesten Schüler in Hogwarts waren Vertrauensschüler. Wussten Sie, dass unser geschätzter Schulleiter Dumbledore einst ein stolzer Gryffindor-Vertrauensschüler war? Ich wünschte, jeder Anwärter könnte sein Ziel erreichen, aber nur die besten Schüler in meinem Unterricht haben eine Chance. Viel Glück und ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Was? Zu Ihrem hehren Ziel? Ist das ein richtiges Wort? Ja, ne? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Lassen Sie uns anfangen. Drei Stunden, okay. Drei Stunden ist okay. Ich wollte gerade schon sagen, wenn das jetzt 8 Stunden dauert, dann weine ich. Die Erklärung. Ich habe eine Lektion zu einem sehr wichtigen Thema vorbereitet. Alle mal zuhören. Ja, dann machen wir das mal, Leute. Ich denke mal, wir brauchen nicht mehr ganz so lange, bis wir auch unsere Attributwerte wieder auf ein neues Level bringen. Ich glaube, mit Wissen und Empathie waren wir am weitesten. Ja, und jetzt kommt wieder ein bisschen Wissen dazu. Ich habe eine Frage für Sie. Mal sehen, ob Sie die Antwort wissen. Frage beantworten. Wem würde der Zauberspruch Allo More am meisten nützen? Einem Dieb natürlich. Ja, Leute, wie gesagt, ich werde mir keine Fehler erlauben in diesem Unterricht. Weil ich weiß ja nicht, ob ich dann eventuell nicht mehr Vertrauensschüler werde, ne? Also, außer ich mache den Fehler da natürlich unabsichtlich. Aber naja, ich hoffe nicht. Ich glaube, der Unterricht wäre auch viel schneller vorbei, wenn die sich weniger blöd anlächeln würden. Schüler, die gut aufpassen, haben es nachher leichter mit den Zaubersprüchen. Schaut mir zu. Gut, dann schauen wir ihm mal zu, Witz anhören. Ja, das ist ja das Schöne an Professor Flitwick. Das ist ja eigentlich ein sehr humorvoller Lehrer. Und ein nicht ganz so verknitterter Lehrer. Also, ja, so einen könnte ich mir auch als eigenen Lehrer vorstellen. Fände ich cool. Tapferkeit. Das ist der wichtigste Teil meiner Vorführung. Passen Sie gut auf. Konzentrieren. Ja. Leute, ich habe irgendwie im Gefühl, dass wir gleich nochmal Edelsteine kaufen müssen. Und es kraut mir ein bisschen davor. Aber ich tue es. Ich will die Aufgabe auf jeden Fall beenden. So. Haltung üben kommt als nächstes. Die richtige Haltung und Position sind maßgeblich beim Zaubern. Sehen Sie mir zu. Okay. Aufschreiben. Einen Blick drauf werfen. Na, zumindest haben wir noch einige Energiepunkte. Aber ich glaube, wenn wir hiermit fertig sind, werden wir nicht mehr ganz so viele haben. Und ja. Oh, Empathie. Sehr schön. Wer kann uns die Haltung vorführen? Daniel Granger, kommen Sie nach vorn. Okay, ja, immer bin ich der Blöde, ey. Es wird nie jemand anders nach vorne geschickt. Aber naja, ich hab's hervorragend gemacht, dann ja, okay. Und diese Schülerin da, ne? Seht ihr die, wo ich gerade mit der Maus drüber wische? Ich finde die so seltsam, Leute. Naja. So, Empathie kriegen wir wieder dazu. 10 Punkte und jetzt holen wir uns noch schnell den vorletzten Stern. Ich wollte gerade letzten sagen, aber leider erst der vorletzte. Zauberspruch lernen. Bitte gehen Sie Ihre Zaubersprüche nochmal durch. Wir werden gleich üben. Okay, dann gehen wir nochmal alles durch. Oh, Rowan liest mal ein Buch. Ich bin beeindruckt, Rowan, dass du auch mal Unterricht machst. Wirklich. Ja, dann nehme ich Tapferkeit, damit wir da wieder so ein bisschen Ausgleich schaffen. Konzentrieren Sie sich auf die Aussprache. Bei Zaubersprüchen dürfen keine Fehler passieren. Konzentrieren. So, zack. Hervorragend. Ja, da lächelt er wieder, der gute Flitwick. Und da lächle ich natürlich wieder mit meinem Schwiegermutters Lieblingslächeln zurück. Und 10 Empathiepunkte. Und wir kriegen ja gleich noch mehr Empathiepunkte, Leute. Wenn wir die Aufgabe überstanden haben. Lumos beibringen. Ja, klar. Vierte Schuljahr, Ende vierte Schuljahr. Und ich muss immer noch Lumos beibringen. Alles klar. Mr. Granger, Sie haben eine gute Technik. Würden Sie diesen Zauber einigen der anderen Schüler vorführen? Nein, also doch, ich will Vertrauensschüler werden. So, beobachten.
Vorführen, Bücher prüfen, zusehen und dann müssten wir es eigentlich haben, Leute. Und wir haben es auch. Aber nicht mehr so viele Energiepunkte, leider. Ich nehme wieder Empathie. Bereit? Dann schau mir zu. So und so. Ja, nice, Leute. Auch in diesem Unterricht ist alles gut gegangen. Das freut mich. So, und wieder 10 Empathiepunkte. So, und da wieder Empathiepunkte und Hauspunkte. Bitte führen Sie den Schwebezauber vor, Mr. Granger. Wingardium Leviosa. Oh ja, so. Ja, kriege ich den Knick? Ja, ich kriege ihn. Das wäre jetzt Fail gewesen, wenn ich bei Wingardium Leviosa faile. Sehr gut, Daniel. Boah, habe ich einen riesen Mund, Alter. Da passt ja viel rein. Ja, aber die Feder fliegt, Leute. Sie fliegt. Gut gemacht und viel Glück, zukünftige Vertrauensschüler. Bewirbst du dich als Vertrauensschüler, Charlie? Huh. Absolut. Zuerst war ich mir nicht sicher, aber Bill meint, es sei eines der besten Dinge, die er je in Hogwarts getan hat. Es wäre cool, wenn wir daraus eine Weasley-Tradition machen könnten und alle meine Geschwister Vertrauensschüler würden. Deine Mutter wäre bestimmt stolz. Sie wäre mehr als stolz. Sie würde niemals damit aufhören, mich in die Wange zu kneifen. Nun, lass uns gemeinsam lernen. Vielleicht können wir beide Vertrauensschüler werden. Ja, das geht ja, weil er ist ja Gryffindor, er ist ja keine Konkurrenz. Ich bin fertig mit meiner Drachenjagd, Daniel. Komm zu mir in die große Halle. Los geht's. Ach so, wartet. Los geht's. So, dann einmal hineinspaziert und mit Charlie lernen. Ich hoffe, das ist jetzt wieder so eine Aufgabe, wo wir Fragen beantworten müssen, weil dann kostet das keine Energiepunkte und gleichzeitig würde ich mein Freundschaftslevel mit Charlie erhöhen. Ja, ich hoffe mal. Es ist eine große Ehre, Vertrauensschüler zu sein. Ja, Hagrid, davon hast du nur leider keine Ahnung. Hallo, Lizard. Tiere und Kreaturen sollten auch Vertrauensschüler werden können. Stell dir nur einmal Fang mit diesem Abzeichen vor. Ja, wäre bestimmt süß, aber irgendwie wenig hilfreich, glaube ich. So, hallo, Mr. Filch. Vertrauensschüler sind ein schlechter Witz. Kein einziges von euch Scheusalen hat eine Ahnung davon, wie man die Regeln befolgt. Ja, Filch, wir werden noch Freunde, ich glaube schon. Oh, was sind das denn? Sind das Harry Potter Bücher? Lass uns zusammen für unsere Lieblingsfächer lernen. Mein Lieblingsfach ist die Pflege magischer Geschöpfe. Was sind deine Lieblingsthemen, Daniel? Zauberkunst, Verwandlung, Zaubertränke. Von denen 3 Zaubertränke. Wahrscheinlich Zaubertränke. Professor Snape ist streng, aber ich habe von ihm jede Menge mächtiger Zaubertränke gelernt. Und viele flotte Sprüche. Ich dachte, du sagst Besenflugstunden oder Kräuterkunde. Das war nicht zur Auswahl, du Vollidiot. Sorry. Alles außer Verteidigung gegen die dunklen Künste. Vielleicht, wenn wir einen besseren Lehrer hätten. Ich habe das Gefühl, dass der Unterricht nächstes Jahr viel interessanter wird. Wir sollten lernen. Stelle mir alle möglichen Fragen zur Pflege magischer Geschöpfe. Okay. Oh, nur eine... Ja, okay, das ist okay. Das könnten wir... Nee, das schaffen wir nicht mit unseren Energiepunkten. Aber da müssen wir nicht so ein großes Set kaufen. Zumindest theoretisch gesehen. Ich hoffe sehr, dass wir das jetzt schaffen. So, die Kreaturen lernen. Zweite Stern. Buch ansehen. Wie viele haben wir jetzt noch? Wir haben... Oh, einen. Wow. Ja, Leute, dann würde ich sagen... Ach komm, für 100 nochmal. So, dann haben wir immer noch 136 Edelsteine. Und dann, ja, müssten wir eigentlich auch, wenn wir eine Aufgabe überspringen müssen, könnten wir die dann auch noch überspringen. So, zuhören, konzentrieren. So, dann nochmal Kreaturen lernen. Und nochmal Buch ansehen. Und nochmal mit Charlie sprechen, dann sollten wir es geschafft haben. Und sogar ganz effizient, glaube ich. Ja. Warum sitzt Charlie eigentlich mit mir am selben Tisch? Wir sind schließlich verschiedene Häuser. Naja, egal. Danke für deine Hilfe beim Lernen. Vertrauensschüler zu sein bedeutet mehr als nur lernen. Du solltest Bill bei Gelegenheit um seinen Rat bitten. Das ist eine gute Idee. Hoffentlich wirst du Vertrauensschüler, Charlie. Du auch, Daniel. Werde Vertrauensschüler Teil 1 abgeschlossen. Dafür kriegen wir 500 Münzen. Die nehme ich gerne. Dankeschön. Werde Vertrauensschüler Teil 2. Stelle unter Beweis, dass du in Hogwarts für Recht und Ordnung sorgen kannst, um der nächste Hufflepuff Vertrauensschüler zu werden. Starten. So, Leute, wir müssen jetzt hier in den Korridor und mit Sprout widersprechen. Los geht's.
So, da steht die Gute. Hallo, Professor Sprout. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ich habe gehört, dass Sie auf dem besten Weg sind, der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler zu werden. Professor McGonagall und Professor Flitwick haben ihre Leistung in Verwandlung und Zauberkunst in höchsten Tönen gelobt. Sie sind eine Bereicherung für Hufflepuff, Mr. Granger. Vielen Dank, Professor. Ich habe hart gearbeitet, um zu beweisen, dass ich ein würdiger Vertrauensschüler bin. Ein Vertrauensschüler braucht nicht nur hervorragende Noten. Sie müssen auch bereit sein, ihre Mitschüler zu disziplinieren. Können Sie Ihre Schulregeln durchsetzen und Hufflepuff sogar Hauspunkte abziehen, wenn es sein muss? Ich werde Hauspunkte abziehen. Ich finde einen anderen Weg. Ist es jetzt gut, wenn ich Hufflepuff Hauspunkte dann abziehe, aber einen anderen Weg zu finden ist doch auch gut. Dann ist man irgendwie... Man gibt sich Mühe. Man diszipliniert die Schüler vielleicht auf seine eigene Methode. Ich nehme mal den anderen Weg, auch wenn ich hoffe, dass es nicht falsch ist. Ich kann die Regeln selbst kaum einhalten und will, dass Hufflepuff immer den Hauspokal gewinnt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg. Nun gut, aber wer die Ehre und die Privilegien haben möchte, muss auch die Pflichten akzeptieren. Wenn Sie die Schulregeln nicht durchsetzen können, werden Sie niemals der nächste Vertrauensschüler. Habe ich jetzt gefällt, Leute? Ja, ich weiß es nicht. Ich hoffe, das wird noch, Leute. Gehen Sie in den Innenhof vom Glockenturm und sorgen Sie dafür, dass Ihre Hufflepuff-Mitschüler die Regeln einhalten. Los geht's! So, und hineinspaziert. So, hallo Ravenclaw-Schüler. Sag Bescheid, wenn du irgendwelche Schlafbohnen findest. Nö. Hallo, du? Unser gesamter Jahrgang spricht nur noch darüber, wie man Vertrauensschüler wird. Interessant, ja. Hallo, Tonks. Du hast gerade meine 3 Purzelbäume verpasst, als ich über Mrs. Norris gestolpert bin. Ja, 10 Punkte Abzug für Hufflepuff. Siehst du, Professor Sprout? Ich kann das. Hallo, Penny. Was führt dich in den Innenhof vom Glockenturm, Daniel? Professor Sprout meinte, dass Hufflepuffs hier um diese Tageszeit immer wieder beim Verletzen der Regeln erwischt werden. Wenn ich der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler werden möchte, muss ich beweisen, dass ich die Schulregeln durchsetzen kann. Obwohl ich mir nicht sicher bin, dass ich mich dazu überwinden werde. Ich habe gesehen, wie ein Hufflepuff hier einmal einen Haarsträubetrank gebraut hat. Ich habe ihn gebraut. Ich habe ihn getrunken. Ihr seid ein schlechter Umgang. Das ist lustig, Leute. Ich sollte mich umsehen, ob irgendjemand aus unserem Haus dabei ist, die Regeln zu verletzen. Ja, los geht's, Leute. Oh, 3 Stunden. Ja, los geht's. So, ey, du Hufflepuff-Schülerin. Brichst du die Regeln? Ey, lesen darf man nicht. Ey, flüstern und reden mit anderen Schülern darf man nicht. Sich am Kinn kratzen darf man nicht, Daniel. 10 Punkte Abzug für mich selber. Belauschen darf man auch nicht. Lesen, hör auf zu lesen, du komische Erstklässlerin. Mann, ey, die Schüler hier sind alle total seltsam, Leute. Die brechen nur die Regeln. Wo sind wir denn hier? So, diese Schülerin, die da liest, hat's echt nicht verstanden, ne? Genauso wie die beiden da. Was ist denn los hier? Ja, und mir selber ziehe ich auch nochmal Hauspunkte ab. So, belauschen nochmal. Sag mal, bin ich Vertrauensschüler oder Spion? Ich weiß es gerade nicht. Der Unterschied ist für mich nicht erkennbar. So, zuhören. Dann mit Zweitklässler sprechen. Umsehen. Und keine Energiepunkte mehr haben. Ja. Ah, die 18 Sekunden warten wir noch. Dann kriege ich zumindest noch den einen Stern. Energiepunkt meine ich. So, 10. Und ja, ich hoffe mal, dass wir... Ja, scheiße, wir müssen danach... Ja, wir müssen auf jeden Fall Edelsteine kaufen, Leute. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich hätte zwar mir gewünscht, dass es auch ohne geht, aber ne, das geht leider nicht. So, ja. Dann holen wir nochmal für 100. So. Und mit Erstklässler sprechen. Mit Erstklässler sprechen und zuhören. Und nochmal mit Zweitklässler sprechen. Und dann müssten wir es jetzt eigentlich noch nicht haben. Okay, aber jetzt. Sehr gut. Ja, Spiel, kommt da nochmal was? Hallo, ich bin fertig. Ah, okay. So, da kriegen wir wieder Münzen für. Einsammeln. Die beiden dort sehen aus, als würden sie etwas aushacken. Sind sie bereit? Ziemlich sicher nicht. Tarantalegra! Okay. Das ist auf jeden Fall... Ja, ich sag mal so, 500 Punkte muss man da schon abziehen. Ich habe den Tanzfluch zum ersten Mal gezaubert. Unglaublich, dass es geklappt hat. Es hat zu gut funktioniert. Macht, dass es aufhört. Ha, ich weiß nicht wie. Irgendjemand muss das beenden. Zaubert einen Gegenzauber.
Oh nein, jetzt kommt Daniel, der Vertrauensschüler. Achtet auf mich. Finite incantatem. Ja, erstmal schöne Idee. Wäre jetzt blöd, wenn ich failen würde. Das wäre ein bisschen peinlich. So, erst auf dicke Hose machen und dann den Gegenzauber nicht hinkriegen. Dankeschön, Daniel Granger. Ich hätte mich sonst zu Tode getanzt. Ihr beide wisst, dass es gegen die Regeln ist, Magie außerhalb des Unterrichts einzusetzen. Du tust es auch die ganze Zeit. Wirst du uns wirklich erpetzen und dafür sorgen, dass Hufflepuff Hauspunkte verliert? Ich muss dich melden. Nö, Leute, das sind nicht meine Freunde. Und ich will ja Vertrauensschüler werden, deswegen, nö, ich erpfeife die. Tut mir leid, aber ich möchte Hufflepuff-Vertrauensschüler werden und muss unserem Hauslehrer zeigen, dass ich die Regeln durchsetzen kann. Hoffentlich ist es das Abzeichen wert, unser Haus zu verraten. Ich sollte mit Professor Sprout sprechen und nicht mit euch. Ja. Leute, ich glaube, das haben wir ganz gut gemacht. Kommen Sie zu mir in den Korridor, wir müssen über Ihre Funde sprechen. Los geht's! So, hineinspaziert und mit Sprout sprechen. Professor Sprout, ich war ganz fleißig und verpetze jetzt schön. Haben Sie irgendwelche Hufflepuffs beim Verletzen der Regeln erwischt, Mr. Granger? Ja, ich habe gesehen, wie ein Drittklässler im Innenhof vom Glockenturm einen Zweitklässler mit einem Tanzfluch belegt hat. Gut gemacht. Leider muss ich Hufflepuff 10 Punkte dafür abziehen, dass sie Magie außerhalb des Unterrichts eingesetzt haben. Sie sollten mit einem Vertrauensschüler sprechen und herausfinden, was sie sonst noch lernen können. Moment mal, wurden mir gerade Hauspunkte ab... Also, wurde das gerade von meinem Konto gestrichen? Also jetzt reicht's dir aber langsam mal. Von Bill lernen. Komm zu mir in die drei Besen, wenn du bereit bist, Daniel. Ich bin bereit, Bill. Los geht's. Ich frag mich gerade nur, ob das jetzt... Ja. Kennenlernen oder... Ist das wieder so eine Aufgabe für Energie? Ich guck mal. So. Oh, der sieht aus wie von Makusa. Nö, ist nur ein Förderer. Lass dir von niemandem erzählen, dass du kein Vertrauensschüler werden kannst. Du kannst alles werden, was du dir wünschst. Ich weiß. Hallo, Madame Rosmerta. Ich habe gehört, dass du Vertrauensschüler werden willst, Daniel. Wenn jemand den Posten verdient hat, dann du. Dankeschön, Madame Rosmerta. Hallo. Oh, Zonkus, Bilden-Bilbs natürlich. Ich habe nie versucht, Vertrauensschüler zu werden und sieh mich an. Ja, traurig, ne? Trauriger Typ. Hallo, Bill. Danke für deine Zeit und das Gespräch, Bill. Ich weiß, dass du sehr viel zu tun hattest. Das ist noch untertrieben. Seit das sechste Jahr begonnen hat, fühle ich mich, als wäre ich unter einem Berg Bücher begraben. Das Leben als Vertrauensschüler ist bestimmt noch schwerer. Ich habe mehr Pflichten, als es sich... aber es lohnt sich. Vertrauensschüler zu werden ist das Beste, was mir in Hogwarts passiert ist. Das Brechen eines Fluchs in einem verwunschenen Verlies liegt knapp auf dem zweiten Platz. Was macht einen guten Vertrauensschüler aus? Ich glaube zwar nicht, dass du meine Hilfe brauchst, aber ich erzähle dir trotzdem alles, was ich weiß. Los, oh, drei, oh. Na gut, drei Stunden, los geht's. Das bedeutet auf jeden Fall für mich, dass ich gleich Edelsteine kaufen muss. Weil meine Energiepunkte reichen auf gar keinen Fall für eine 3-Stunden-Aufgabe. Niemals. Aber wir können zumindest so einigermaßen weit treiben. So, herumfragen. Zusehen. Und mein Magen knurrt gerade im Real Life. Aber ich muss Vertrauensschüler werden, Leute. Das hat oberste Priorität. So, zuhören. So, dann nochmal zuhören. Und jetzt wieder ein bisschen aufpassen. Oder vielleicht klappt es ja doch mit meinen restlichen... Na, nee, ganz knapp nicht. Gibt es hier irgendwas mit 3? Oder, ja gut, jetzt 2 oder so? Ja, hier, wunderbar. Toll, es scheitert einfach an ein paar Dingern. Mann, ey, toll. Ja, machen wir es so. Gut, und wir haben es. Sehr geil. So, und dafür kriegen wir auch wieder Münzen. Einsammeln. Danke, Bill. So langsam verstehe ich endlich, was es bedeutet, Vertrauensschüler zu sein. Du bist bereits ein geborener Anführer, Daniel. Wenn du weiterhin hervorragende Noten hast, wirst du garantiert Vertrauensschüler. Apropos Noten. Ich darf mich auf keinen Fall in Kräuterkunde verspäten. Oh, Teil 2 abgeschlossen. Dafür kriegen wir nur 5 Edelsteine. Ja, okay, ist jetzt nicht so die Menge, aber immerhin. Werde Vertrauensschüler Teil 3. Du musst dein Sozialleben und deine Pflichten ins Gleichgewicht bringen, um der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler zu werden. Los geht's!
So, ja Leute, dann würde ich sagen, gönne ich mir nochmal eben kurz ein paar Edelsteine. Wie viele braucht man denn da jetzt? Ja, ich versuch's jetzt mal mit dem Set hier. So. Und da kriegen wir nochmal 275 Edelsteine. Ich hoffe wirklich, das reicht für die gesamte Prüfung, Leute. Wird knapp. Mit Sprout sprechen. So, hallo, Professor Sprout. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ich gratuliere Ihnen dazu, dass Sie es so weit gebracht haben, Mr. Granger. Sie sind auf dem besten Weg, der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler zu werden. Dazu müssen Sie jedoch Ihre restlichen Fächer herausragende schulische Leistungen zeigen. Der Erfolg bringt Sie einen Schritt weiter in Richtung Ehre und Privilegien eines Vertrauensschülers. Falls Sie scheitern, beweisen Sie damit, dass Sie niemals das Zeug dazu hatten, unser Haus zu vertreten. Viel Glück, Mr. Granger. Kräuterkunde bei mir ist Ihre nächste Herausforderung. Okay. Toll. Gleich beginnt Kräuterkunde. Viel Glück für alle angehenden Vertrauensschüler. Ja, Leute, machen wir das mal. Und Klassenzimmer für Kräuterkunde und los geht's. Und hier sind wieder einige... Oh Gott. Aber nee, das sind sympathische Leute. Nee, ist alles gut, Leute. Sind sympathische. Alle sind davon überzeugt, dass du Vertrauensschüler wirst, Daniel. Naja, alle außer Merula. Ja, das war mir klar. Ich denke mal, Ismelda wird auch nicht so begeistert sein. Hallo, Tongs. Einerseits möchte ich Vertrauensschüler werden. Andererseits würde ich auch gerne einen Beutel Doxys in Filz Büro werfen. Ja. Ja. Was soll ich da groß zu sagen? 10 Punkte Abzug für... Ach, ich bin ja noch kein Vertrauensschüler. Schade. So. Willkommen zurück in Kräuterkunde und viel Glück an alle, die ihr Haus als Vertrauensschüler vertreten möchten. Dies ist meiner Meinung nach die größte Ehre, die einem Schüler und in ihrem Alter zuteil werden kann. Daher können wir diese Auszeichnung nicht leichtfertig vergeben. Wenn Sie diese Prüfung nicht bestehen, werden Sie niemals ein Vertrauensschüler sein. Legen wir los. Okay. Okay. Starten. Immerhin gibt es Empathiepunkte. Vorführung. Sehen Sie genau hin. Ich werde Ihnen die erforderlichen Gewächshausetiketten beibringen. Ja, dann machen wir das mal, Leute. Bin ja mal wirklich gespannt, ob dieses Event von der Folgenlänge genauso lange geht wie die Animagus-Folge. Die Animagus-Folge ging ja knappe 50 Minuten. Und wir sind jetzt knapp bei 40 Minuten. Aber wir sind ja auch schon gerade bei Kapitel 3 davon. Also schon ziemlich weit. Ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass das mit unseren Edelsteinen und Energiepunkten nicht so wirklich, ja, miteinander also Hand in Hand geht. Und das ist, ja, mal gucken. Sehen Sie sich jede Bewegung genau an. Sie müssen es genauso machen wie ich. Konzentrieren. So. Ich glaube aber, wir haben bisher noch gar nicht so wirklich gefailt. Ich glaube nicht. Also höchstens bei dieser einen Sache, wo ich gesagt habe, dass ich eher einen anderen Weg finden wollen würde. Aber... vielleicht war das auch gar nicht so schlecht, dass wir das gemacht haben. Weil immerhin Empathie zeigen ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Zufriedene Pflanzen sind niemals durstig. Bitte gießen Sie die Pflanze vor Ihnen. Ja. Also was ist... Ach so, ja gut, jetzt sind hier überall Pflanzen. Da kann man schlecht daneben gießen. Ansonsten wäre ich wieder sehr überfordert. So, konzentrieren. Und der nächste Stern. Nice. Oh, 40 Tapferkeit. Nehme ich gerne. So. Du hast wohl eine Pflanze vergessen. Die da drüben. Pflanze gießen. Keine Sorge, Penny. Ich mach das noch. Alles gut. Guck, da gieße ich. Ja, und sie guckt sich nochmal alles genau an. Ja, warum guckt die nach oben? Nee, es regnet nicht hier drin, Penny. Brauchst nicht nach oben gucken. Was macht Rowan da die ganze Zeit? Naja. So, 10 Empathiepunkte. Das ist gut. Um deine Pflanze kümmern. Sie müssen sich um ihre Pflanze kümmern. Geben Sie ihr unbedingt den richtigen Dünger. Okay, ich werde mein Bestes geben, Professor Sprout. So, untersuchen, nachdenken, wundern und der nächste Stern. Und hoffentlich wieder so eine geile Belohnung wie vorhin. Oder auch nicht. Ja, komm, der Edelstein. Vielleicht kommen wir ja noch auf 200. Vergiss nicht, diese Pflanze zu düngen. Düngen. So, weil wenn wir auf 200 Edelsteine kommen, können wir uns zumindest nochmal zweimal das 100er-Set gönnen. Ja. Oder ich gönne es mir nur noch einmal und hebe mir die restlichen Edelsteine halt für überspringbare Aufgaben auf. So, sie lächelt wieder schön. Das ist super.
Das freut mich, Penny. Das freut mich wirklich sehr, dass du so schön lächelst. Vorräte sammeln. Für den heutigen Unterricht benötigen wir spezielle Ausrüstung. Bitte tragen Sie alles Nötige zusammen. Okay. Ja, dann holen wir uns mal den vorletzten Stern, würde ich sagen, Leute. Und ich hoffe, entweder kriegen wir jetzt mal wieder so eine 1000 Münzenbelohnung oder wieder 40, weil 1000 Münzen wären echt super geil. Ich habe eine Investition zu tätigen, die sehr teuer wird. Ach komm, ich nehme jetzt mal die Münzen. Wie gesagt, ich habe eine Investition zu tätigen, Leute. Eine Sache fehlt uns noch. Ich glaube, sie ist im Blumentopf da drüben. Sieh nach. Konzentrieren und yeah. Wer sich gerade fragen sollte, was ich mir holen will, ich sage es noch nicht direkt, das werdet ihr vielleicht auch nächste Folge oder diese Folge erfahren. Aber es ist etwas, was 15.000 Münzen kostet. Und ja, da kriegen wir echt ordentlich Attributwerte dazu. Das könnt ihr aber mal glauben, ey. Das werden richtig viele werden. Helfen Sie mir, das Gewächshaus sauber zu halten. Bitte kümmern Sie sich um all diese Pflanzen. Ja, mache ich. Kein Problem. Wie immer eigentlich. Ich bin eigentlich der Einzige, der sich hier darum kümmert. Naja. So, Pflanze bürsten, beobachten. Und damit haben wir den letzten Sternau geschafft. Ja, reden ist schwer, Leute. Und ich nehme... Jetzt könnten wir eigentlich wieder den Edelstein nehmen. Dann sind wir wieder näher an den 200. Ja, komm, mache ich. Ja. Gut gemacht. Nun schneiden Sie noch das letzte Stück da ganz oben. Ja, mache ich. So, zack. Und auch das haben wir wieder erfolgreich gemeistert, Leute. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. So, jetzt lächeln wir uns wieder gegenseitig schön an. Ich krieg nochmal Empathiepunkte und natürlich jetzt nochmal eine zusammengefasste Anzahl an Empathiepunkten für den Unterricht. Yeah, nice. Einsammeln. Gut gemacht, meine lieben Schüler. Viel Glück an alle Vertrauensschüleranwärter. Hey, Daniel, bewirbst du dich auch als Vertrauensschüler? Ja, aber ich bin überrascht, dass du dich als Vertrauensschüler bewirbst. Dass du dich als Vertrauensschüler bewirbst. Ja, Betonung und so, ne? Weil ich ständig in Schwierigkeiten stecke. Ich stifte gerne Unruhe, aber ich sorge auch gerne für die Sicherheit der anderen. Wahrscheinlich hat das mit meiner eigenen Tollpatschigkeit zu tun. Du meintest mal, dass du Auror werden möchtest. Das schaffst du bestimmt auch, wenn das hier nicht klappen sollte. Wir werden sehen. Ich hätte wohl bessere Chancen auf beides, wenn ich nicht ständig nachsitzen müsste. Warum begleitest du mich nicht zu Zonkos? Das klingt spannend, aber ich sollte weiterlernen. Komm schon, Daniel. Stell dir es als eine Forschungsexpedition vor. Ein erster Eindruck von all den Dingen, die du von Unruhestiftern wie mir konfiszieren wirst. Ja, das ist eine Erklärung, Leute. Das ist eine. Lass uns zu Zonkos gehen, Daniel. Okay. Ja, machen wir das, Leute. Los geht's. So, dann hineinspaziert und mit Tonks unterhalten. So, ey, ist das Ben? Der traut sich alleine irgendwo hin? Das ist ja der Wahnsinn. Ich überwinde meine Furcht vor Streichen, indem ich mich umsehe. Ja, ganz toll, Ben. Hallo. Zu meiner Zeit in Hogwarts wollte ich ja Trauenschüler werden, aber ich konnte mich nicht vor Ärger fernhalten. Warum redet mit mir jeder über das Thema Vertrauensschüler jetzt? Ich meine, warum? Vertrauensschüler verderben mir das Geschäft hier in Zonkos. Ja, das ist mein, was soll ich groß sagen, ne? Muss ich jetzt demnächst draußen bleiben oder was? Und was habe ich, Alter, was ist das? Leute. Ja, man beachte bitte nicht das tote Tier auf meinem Kopf. Hallo, Tongs. Ich gehe gerne mit dir bei Zonkos einkaufen, aber ich habe das Gefühl, ich sollte lernen. Du machst dir zu viele Sorgen, Daniel. Aber das macht dich vermutlich zu einem hervorragenden Vertrauensschüler. Wonach suchst du? Ärger. Genauer gesagt versuche ich, mich zwischen einer Stinkbombe, Pustelpuder und Froschleichseife zu entscheiden. Womit könnte ich den meisten Ärger anrichten? Stinkbombe, Pustelpuder, Froschleichseife. Stinkbombe, würde ich sagen. Wahrscheinlich eine Stinkbombe. Tulip und ich haben den gesamten Innenhof vom Glockenturm mit einer Stinkbombe geleert. Mir gefällt die Idee nicht, Gestank zu verbreiten. Ich hätte gerne 8 Säuredrops, 3 Stinkbomben, eine Handvoll Wuselwürmer, eine Kiste Rülpspulver und eine Stinkbombe. Genau nach deinem Vorschlag. Sie hat doch gerade davor schon gesagt, dass sie Stinkbomben haben will. Also Tongs, bitte, egal was du nimmst, nimm weniger. Das war keine Empfehlung, sondern nur meine Meinung, was den größten Ärger anrichtet.
Das ist die beste Empfehlung aller Zeiten. Welchen Unterricht hast du als nächstes auf dem Weg zum Vertrauensschüler? Zaubertränke. Viel Glück, Snape ist bestimmt noch strenger als sonst mit denen, die Vertrauensschüler werden möchten. Ich weiß, ich werde Penny fragen, ob sie mir beim Lernen hilft, weil sie sich so gut mit Zaubertränken auskennt. Ich glaube an dich, Daniel. Und wenn du Vertrauensschüler wirst, teste ich dein Geschick beim Aufdecken von Streichen und dieser Stinkbombe. Okay. Ja, also haben wir jetzt Zaubertränke wohl vor uns? Wir treffen uns in der Bibliothek, Daniel. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Oder erst mit Penny treffen. Ja, los geht's. So, hineinspaziert und Penny treffen. Oh, hallo Schüler. Hast du irgendwelche Hauspunkte für Hufflepuff gesammelt? Ich übe gerade für meinen Auftritt als Vertrauensschüler. Du Kollege, ich habe fast über 500 Punkte für Hufflepuff gesammelt. Geh weg, wenn der Meister kommt. So. Hoffentlich werde ich im 5. Jahr Vertrauensschüler. Alter, gibt's nur noch dieses Thema hier in Hogwarts? Ich glaube, ein Sturm zieht auf. Ja, Talbot? Ja, wenn du das sagst. Ja, hallo Penny. Danke für deine Zeit, Penny. Ah. Mit Vergnügen, Daniel. Ich würde nichts lieber tun, als mit dir dir bei den Zaubertränken zu helfen. Ich mache mir Sorgen, dass Snape allen das Leben besonders schwer macht, die Vertrauensschüler werden möchten. Ich helfe dir immer gerne, Daniel. Aber hast du schon daran gedacht, dass andere Schüler auch Vertrauensschüler werden möchten? Du? Nein, nicht ich. Das würde mich von meinen Experimenten mit Tränken und vom Sammeln von Zutaten ablenken. Ich denke eher an Rowan. Ach, der ist mir scheißegal. Er wollte bestimmt schon immer Vertrauensschüler und Schulsprecher werden, da er ja eines Tages ein Lehrer werden will. Wenn du Hufflepuff Vertrauensschüler wirst, hat er niemals eine Chance. Meinst du nicht, du solltest mit Rowan sprechen? Ich werde mit Rowan sprechen. Oh, ist das schön. Oh, das ist eine tolle Frage, Leute. Vergessen natürlich, das ist ja easy. Ich werde mich irgendwann mit Rowan treffen, wenn er Hufflepuff Vertrauensschüler werden möchte, muss er zeigen, dass er mehr drauf hat. Im umgekehrten Fall würde Rowan garantiert nach dir sehen. Ich weiß, ich werde versuchen, nach ihm zu sehen, wenn ich für Zaubertränke gelernt habe. Ja, cool, jetzt haben wir mal wieder unsere Missgunst gegenüber Rowan demonstriert. Ich habe eine Liste der besten Zaubertrankbücher für dich zusammengestellt. Lerne in der Bibliothek. Ja, machen wir das mal, Leute. So, und hineinspaziert. So, hallo Sir Nicholas. Vertrauensschüler zu werden ist fast wie ein Ritterschlag. Ja, Sir Nicholas, da stimme ich dir zu. Achso, das ist der Bücher... Lol, der Bücherstapel will mit mir reden, alles klar. Hallo. Der Fasskopflose Nick macht zwar Lärm, kann aber immerhin nichts berühren. Das ist wahr, das stimmt. Oh, Kesselbrand, ich habe ihn noch nie gesehen hier. Ich habe gehört, hier sei ein Imp, deshalb habe ich mich hier umgesehen. Alles klar, das erklärt, warum sie hier sind. Hallo Bücherstapel. Ich werde alle Bücher über Zaubertränke in der Bibliothek lesen. Snape wird mir das Leben nicht einfach machen. Oh nee, was will der denn hier? Hi, Daniel. Ich bin beschäftigt, Rowan. Wir sprechen uns später. Boah, eiskalte abserviert. Oh, okay. Dann lern mal schön. Oh, Leute, wir haben ihn voll fertig gemacht. Das freut mich gerade voll. Auch wenn das ein bisschen traurig gerade war. Aber yeah, cool. Und starten. Acht Stunden? Halleluja, das wird teuer. Zu teuer. Ach du Heilige. Ja, was soll man da groß zu sagen, Leute? Wir dürfen gleich wahrscheinlich wieder Edelsteine kaufen. Die Folge wird niemals rentabel für mich. Ich bin der beste YouTuber der Welt. Naja, Titel ansehen. Und da sind wir jetzt beim Dilemma. Ich gönne mir für 100. So. Wenn das wenigstens eine Aufgabe wäre, wo wir Zwischenbelohnungen kriegen würden, dann könnten wir vielleicht noch eben auf 100 Edelsteine erhöhen, aber ist ja nicht so. Ich hoffe, das reicht jetzt von den Edelsteinen, die wir... Oh, nee, das wird auch nicht reichen, Leute. Das wird auch nicht reichen. Klatscht das jetzt super schnell durch. Aber danach können wir uns ja nochmal so ein mittleres Paket mit 30 Energie holen und das sollte dann reichen. Aber dann haben wir halt keine Edelsteine mehr, ne? Das ist das Problem an der ganzen Geschichte. So. Titel ansehen... Buch lesen, Zeitschriften ansehen, Bücher ansehen, Zaubertränke lernen. Und jetzt wird's... Ja, nee, also wir müssen gleich nochmal ein Set kaufen. Ach du Schande, Leute, das wird... Also 8-Stunden-Aufgaben sind echt nicht schön. So.
Toll. Okay, dann holen wir uns nochmal für 55. Und haben den vorletzten Stern. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Weil hier lohnt es sich, effizient zu sein. Vor allem, weil man so viele Energiepunkte hier aufgeben muss. So. So, jetzt passe ich ein bisschen auf. Reicht das schon? Nee, okay. Nee, drei ist so... Also eins oder zwei. Eins oder zwei. Gibt es hier noch irgendwas? Eins oder... Nee, da gibt nur die drei. Schade. Aber wir haben es geschafft. Ja. So, 25 Münzen kriegen wir pro Stern. Das ist doch schon mal was. Einsammeln. Ich habe alle Bücher über Zaubertränke gelesen, die ich finden konnte und bin optimal vorbereitet. Ich sollte zur Zaubertränke gehen. Wenn ich mich verspäte, lässt Snape niemals zu, dass ich Vertrauensschüler werde. Ja, das stimmt. Okay, Leute, los geht's. Wir haben mittlerweile fast 15.000 Münzen. Das ist nice, Leute. Und vielleicht schaffen wir es ja am Ende der Folge, die 15.000 voll zu machen. Gleich beginnt Zaubertränke. Ich glaube nicht, dass irgendjemand es verdient hat, Vertrauensschüler zu werden, aber wir werden sehen. Okay, Leute, los geht's. Gut, und hineinspaziert. So, hallo Merula. Voldemort wäre ein hervorragender Vertrauensschüler geworden. Alter, die sagt einfach eiskalt den Namen und sowas. Alter, das ist ja okay, krass. Hallo Barnaby. Du wirst ein cooler Vertrauensschüler, Daniel. Hey, das hat sich fast gereimt. Bekomme ich jetzt einen Keks? Nein, Barnaby. Alter, alle wollen immer Kekse von mir. Bekommen Vertrauensschüler irgendeinen besonderen Dolch oder sowas? Oder nur das Abzeichen? Ich glaube nur das Abzeichen, Ismelda. Ich kann aber gerne mal fragen. Hallo, Snape. Willkommen zum Fach Zaubertränke. Angehende Vertrauensschüler müssen mehr Mühe, Konzentration und Disziplin zeigen als je zuvor. Zu ihrem Glück hängt die Latte momentan recht niedrig. Vertrauensschüler zu sein ist eine Ehre und besonders als Slytherin müssen sie sich diese Ehre verdienen. Legen wir los. Ja, Gott sei Dank bin ich Hufflepuff, ne? Da kann man einfach so das schaffen. 3 Stunden, das wird nicht hinhauen. Ja, Leute, dann würde ich sagen... Nö. Vielen lieben Dank auf jeden Fall an alle Leute, die sich die Werbung in diesen Videos komplett angucken, weil dank euch wird diese Folge vielleicht doch rentabel. Aber naja, ich glaube eher nicht. Jo, los geht's, Leute. Fangen wir an mit dem Unterricht. Oder soll ich jetzt... Nee, ich fülle noch nicht auf. Los geht's. Vorführung. Kommen Sie an meinen Tisch und sehen Sie zu. Ich werde Ihnen zeigen, wie man diesen Trank richtig braut. Okay. Ja. Los geht's. Zuhören, Merula beobachten, bla 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 bla, flüstern... Und keine Energiepunkte mehr haben. Deswegen schnell nachholen. So. Und ja, jetzt könnten wir uns noch zweimal das größte Paket an Energiepunkten holen. Ich hoffe mal, es kommt nicht dazu. So, dann nochmal Empathiepunkte. Passen Sie gut auf, Granger. Ihre Konzentration darf nicht mal für eine Sekunde nachlassen. Konzentrieren. Ja. So, ja, Snape, siehst du mal. Mach ich doch ganz gut eigentlich, oder wie siehst du das? Ja, er hat trotzdem eine Hackfresse drauf, aber das ist typisch bei ihm. So. Wir kommen den 15.000 Münzen immer näher, Leute. Ja. Nach getrockneten Billywig-Stacheln suchen. Auf dem Regal sind die Zutaten für den heutigen Unterricht. Wir sollten sie uns ansehen. Ja, Rowan. Also, ich hoffe ja immer noch, dass durch diese Vertrauensschülergeschichte ich einen Streit mit Rowan erwirken kann und er mich danach vielleicht nicht mehr mag. Weil ich meine, ich werde gerade Vertrauensschüler und ignoriere ihn. Das ist schon ziemlich arschig von mir. Also, muss man schon sagen, aber es ist halt Rowan, ne? So, 40 Empathie ist gut. Ah, es ist zu dunkel, um die Etiketten auf den Gläsern zu lesen. Verwende Lumos, um besser zu sehen. Ja, in solchen Momenten bin ich wieder froh, Leute, dass ich ihn vorhin ignoriert habe. In solchen Momenten bin ich dann wieder froh. So, ja, Rowan, findest du was? Und wir kommen, ja, nur noch 50 Münzen circa, Leute. Das geht, also 58, man kann das auch eben im Kopf rechnen, Daniel. Auf das Zerstoßen von Schlangenzähnen vorbereiten. Im heutigen Unterricht müssen Sie die Zutaten mit Mörser und Stößel zerstoßen. Legen Sie los. Okay, Snape, alles klar, kein Thema. Gut, das sind wieder die vergifteten Schlangenzähne, die viel zu große Schlangenzähne sind und deshalb eigentlich eher Basiliskenzähne sind. Und da frage ich mich, wo er die her hat, aber die Frage haben wir uns ja schon mal in Hogwarts Mystery gestellt. Ja. Was die Frage nicht uninteressanter macht. Bitte wieder eine coole Belohnung.
Ja, wenn ich die 50 Münzen nehme. Aber nee, die kriegen wir auch so gleich voll. Ich nehme Tapferkeit. Alles liegt bereit. Jetzt muss ich die Zutaten richtig zerstoßen. Zutaten zerstoßen. Ja. So, und zack. Hervorragend. Ja, Daniel, das machst du, glaube ich, ganz gut. Ja, Schwiegermutters Lieblingslächeln ist auch am Start. Und wir kriegen wieder Münzen dazu. Rühren vorbereiten. Auch einfache Tätigkeiten wie das Umrühren müssen perfekt ausgeführt werden. Ich werde Ihre diesbezüglichen Versuche beobachten. Okay. Gut, dann starren wir mal an. Um Hilfe. Was? Nee, garantiert nicht Roven. Also, das war jetzt ein Fehler vom Spiel. Definitiv. So, zusehen und damit kriegen wir den vorletzten Stern voll. Bitte was Geiles. Oh, wir sind schon bei 15.000 Münzen. Aber soll ich trotzdem die 200 Münzen nehmen? Ja, ich nehme sie mal. Ich nehme sie mal. Ich muss meinen Kessel umrühren. Hoffentlich mache ich es richtig. Trank umrühren. So, ich hasse dieses Muster. So, wunderbar. Ja, Leute, dann werden wir am Ende der Folge auch noch einen kleinen Kauf tätigen. Da seid auf jeden Fall mal gespannt, weil wir sind danach 100%ig Level 22 bei Wissen. Kann ich jetzt schon sagen. Und Roven freut sich leider wieder. Scheiße, wir müssen noch unverschämter zu ihm sein, Leute. So. 10 Punkte in Wissen. Und jetzt holen wir uns noch schnell den letzten Stern. Fertigstellen des Zaubertranks vorbereiten. Machen Sie Ihre Tränke fertig. Ich dulde keine Faulheit. Ja, Snape, ich auch nicht. Los, schnell, lesen. Ich hoffe ja übrigens, dass es der letzte Unterricht war. Ich hoffe es sehr, Leute. So, letzte Stern haben wir und ich nehme Wissen. Ich bin fast fertig. Jetzt ist es Zeit, meinen Trank den letzten Schliff zu geben. Fertigstellen. Gut, die letzte Handbewegung noch, Leute, und dann haben wir es. Die Frage ist nur, wie viele Aufgaben kommen dann eigentlich noch, bis wir endlich Vertrauensschüler sind? Ja, zumindest, ja, Roven freut sich wieder. Das ist schön. Nicht? So. Wir haben es geschafft. Und dafür kriegen wir wieder Wissenspunkte. Einsammeln. Ich sehe keine zukünftigen Vertrauensschüler vor mir, aber ich hoffe, sie vollbringen das Unmögliche und stimme mich um. Der Unterricht ist zu Ende. Meinst du wirklich, ein Loser mit einem verstoßenen Bruder wird Vertrauensschüler? Ich bin davon überzeugt, dass jeder Vertrauensschüler werden kann, der hart genug arbeitet und seinen Hauskameraden unterstützt. Wenn du Vertrauensschüler wirst, zaubere ich den Todesfluch auf mich selbst. Ja, dann will ich erst recht Vertrauensschüler werden. Danke für die zusätzliche Motivation. Seht ihr, Leute, ich und mein Spielcharakter sind ein und dieselbe Person. Wir denken einfach gleich. Darf ich dich etwas fragen, Daniel? Nein. Kann das nicht warten? Warum hast du nie mit mir darüber gesprochen, dass du Vertrauensschüler werden möchtest? Ich war beschäftigt. Wenn du auch Vertrauensschüler werden möchtest, musst du beweisen, dass du es mehr verdient hast als ich. Natürlich möchte ich Vertrauensschüler werden, aber das bedeutet nicht, dass ich dir nicht helfen kann. Wenn du mit mir gesprochen hättest, hätte ich dir das Leben erleichtern können. Ich möchte das hier alles alleine schaffen. Ich brauche dich nicht ständig in meiner Nähe. Ich weiß, dass ich manchmal nervig sein kann und dass ich nicht perfekt bin. Das wurde mir schon oft gesagt. Oft genug gesagt. Ich hatte nicht erwartet, dass einer von ihnen zu meinen besten Freunden gehören würde. Viel Glück für deine Bewerbung als Hufflepuff-Vertrauensschüler, Daniel. Wenn schon nicht ich, dann hoffentlich wenigstens du. Und wir haben Kapitel 3 abgeschlossen. 10 Edelsteine. Nice, einsammeln. Und das letzte Kapitel. Kapitel 4. Werde Vertrauensschüler. Bald bist du der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler. Nur noch einige Tests, um den Schulleiter und deinen Hauslehrer zu beeindrucken. Ja, Leute, dann würde ich sagen, los geht's. So, ja, dann gehen wir mal in den Korridor und einem Erstklässler helfen. Los geht's. Hallo, lieber Erstklässler, was willst du von mir? Ich dachte nicht, dass du wirklich kommst. Warum hast du mich in den Artefaktraum gerufen? Ich habe Angst, diesen Ort zu verlassen. Oh ne, Ben 2.0 oder was? Du... Leute, ich bin ein und dieselbe Person. Ich bin der Spielcharakter, ich sag's euch. Du klingst wie mein Freund Ben. Ben Cooper?
Ich werde niemals so tapfer sein wie er. Ach du heilige Scheiße, Leute. Oh, wow. Wie kann ich dir behilflich sein? Ich bin nur ein Erstklässler und versuche immer noch die Regeln in Hogwarts zu verstehen. Ich habe Angst, Ärger mit meinem Vertrauensschüler zu bekommen, wenn ich aus Versehen etwas falsch mache. Oder dein Hauslehrer? Stimmt. Oder Mrs. Norris? Genau. Oder Filch? Wusstest du, dass sein Büro voller Fesseln ist? Du bist keine Hilfe. Stimmt, tut mir leid. Es wäre toll, wenn mir mein älterer Hufflepuff wie du helfen könnte, die Regeln besser zu verstehen. Ja, machen wir das mal, Leute. Wobei ich eigentlich das antworten würde, aber ich will Vertrauensschüler werden. Natürlich, Erstklässlern zu helfen ist einer der wichtigsten Pflichten eines Vertrauensschülers. Ich werde dir sämtliche Regeln in Hogwarts erklären. Los geht's. 3 Stunden. Ja, klar. YOLO. So, Erstklässler zuhören, sprechen, mit Erstklässler sprechen. Und Leute, ich hoffe ohne Scheiß, dass das mit den Edelsteinen jetzt reicht, weil nochmal verkacken, also nochmal welche holen, das wäre echt scheiße. So, zack. Aber wir mussten noch keine Zeit überbrücken, ne? Wir haben bisher alle Edelsteine nur für Energiepunkte ausgegeben. Immerhin. So. Und das sind immer 2er-Schritte. Warum sind das hier immer 2er-Schritte? Also wirklich immer. War auch noch nicht der Fall. So. Erstklässler zuhören. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen aufpassen. Ja, na, so noch 2-3 Mal können wir das machen. Ja, noch einmal und wir haben's. Sehr gut, Leute. Ja, ich warte. Hallo? Kommt da nochmal was, Spiel? Ah ja. So, dafür kriegen wir auch wieder Münzen einsammeln. Hast du das Gefühl, die Regeln in Hogwarts jetzt verstanden zu haben? Ja, vielen Dank. Du wirst einen umwerfenden Hufflepuff-Vertrauensschüler abgeben. Danke. Ich sollte in die Bibliothek gehen und für meine restlichen Prüfungen lernen. Du solltest zuerst mit Professor Sprout sprechen. Warum? Das wirst du schon sehen. Oh, er war ein Spitzel wahrscheinlich, Leute. Gut, dass ich so nett zu ihm war. Kommen Sie zu mir in den Korridor. Wir müssen über Ihre Aussichten sprechen, der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler zu werden. Los geht's. Ich habe gesagt, los geht's. So, ja, einmal rein und mit Sprout sprechen. Hallo, Professor Sprout, bitte werde ich Vertrauensschüler. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ich werde Hufflepuff 10 Punkte in Ihrem Namen verleihen. Wirklich? Wofür? Weil Sie Ihre letzte Prüfung auf dem Weg zum Vertrauensschüler bestanden haben. Sie haben sich größte Mühe gegeben, einen Hufflepuff-Erstklässler auf den oft einschüchternden Fluren von Hogwarts zu helfen. Es war eine Prüfung? Prüfungen finden nicht nur in Klassenzimmern statt, Mr. Granger. Disziplin, Geduld und Bescheidenheit sind genauso wichtig für einen Vertrauensschüler wie alles, was sie im Unterricht lernen. Begeben Sie sich sofort in Mr. Filchs Büro. Warum? Was habe ich angestellt? Sie haben in Ihrer Zeit hier viel Gutes, aber auch Schlechtes getan. Momentan müssen Sie nur eines wissen. Diese Anweisung kam direkt vom Schulleiter. Oh, Scheiße, Leute. Kommen Sie in mein Büro, Sie schmutziges kleines Biest. Oh Gott, das wird... Oh je. Das wird jetzt sehr ungemütlich, Alter, das ist der erste Schüler mit Glatze, den ich hier sehe. Ist das Caillou? Na, ich weiß es nicht. Filch Büro mit Filch treffen. Oder kümmern. Was, kümmern? Oh Scheiße, ey. Hallo Filch, das ist das erste Mal, dass ich in deinem Büro bin, wenn du auch da bist. Glaube ich. Mein Hauslehrer meinte, der Schulleiter möchte, dass ich mit dir spreche. Oh, ich duze ihn sogar, Leute. Das ist auf Augenhöhe. Yeah. Wenn er schlau wäre, würde er sie an die Knöchel von der Decke hängen lassen. Wenn sie ihm erzählen, dass ich das gesagt habe, hänge ich sie mit den Handgelenken an der Decke auf. Warum möchten sie denn unbedingt Leute an ihren Gelenken von der Decke hängen lassen? Sie haben, so haben wir hier früher für Ordnung gesorgt, als die Schüler noch wussten, wie man die Regeln befolgt. Wollte Dumbledore deshalb, dass ich herkomme? Damit sie mir beibringen, wie man die Leute dazu bringt, Regeln zu befolgen? Genau. Sie können die Regeln nur durchsetzen, wenn sie verstehen, wie wir früher die Leute bestraft haben. Sie haben wohl recht. Unterbrechen Sie mich nicht noch einmal. Und ich entferne Ihre... unterbrechen Sie mich nur einmal und ich entferne Ihre Zunge. Du bist eine sehr gewalttätige Person. Ja, allerdings. Okay, Leute. Bitte lass es die letzte Aufgabe sein.
Ich will mir auf keinen Fall nochmal Edelsteine holen, Leute. Ich glaube, wenn ich danach noch eine 3-Stunden-Aufgabe machen muss, dann muss ich es echt wieder machen. So, Mrs. Norris, wo bist du? Da, so, komm. Drückt mir mal die Daumen, Leute, dass das jetzt die letzte Aufgabe dafür war. Wir sind kurz zum Ende, ich spüre das schon. Aber halt noch nicht so 100%, ne? So, jetzt haben wir keine Energiepunkte mehr und jetzt holen wir nochmal für 100. Los geht's, so. Mann, 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 Mann. So. Harte Arbeit und Mühe sind die besten Oh, Level! Hätte ich mal aufgepasst, Leute. Mano. Das ärgert mich jedes Mal. Ich habe gedacht, wir sind noch voll weit vom nächsten Level entfernt. Ich muss da häufiger drauf gucken. Naja, halb so wild. Wenn ich jetzt nochmal Edelsteine kaufen müsste, dann werde ich es tun, einfach weil ich so dumm war und das jetzt hier verpasst habe und mich dafür selber bestrafe. Ich bin wie Dobby, Leute. Mache ich einen Fehler, bestrafe ich mich einfach selber. So, der letzte Stern jetzt noch. Ja. So. Haben wir's? Haben wir's? Haben wir's? Nee, noch nicht ganz. So, jetzt aber. So. Ja? Hallo? So, dafür kriegen wir auch wieder Münzen. Einsammeln. Und damit Sie wissen, und damit wissen Sie alles, was Sie brauchen, um die Regeln unter Ihren Mitschülern durchzusetzen. Ich drohe also den Leuten mit Folter? Machen Sie sich über mich lustig? Nein, in Wirklichkeit tun Sie mir leid. Wenn der Schulleiter nicht wäre, dann würde ich... Mich an den Hand- und Fußgelenken aufhängen? Raus aus meinem Büro, Sie schmutziges kleines Biest! Professor Dumbledore möchte Sie sehen. Oh, Leute, das könnte jetzt gleich das Finale werden. Bitte lass es das Finale sein. Komm sofort in mein Büro, Daniel. Okay, los geht's. Und hineinspaziert und mit Dumbledore treffen. Oh je, oh je. Sie wollten mich sprechen, Professor Dumbledore? Aha. Glückwunsch dazu, dass du bei Mr. Filch überlebt hast, Daniel. Ich bin gleich bei dir. Warum lassen Sie mich in Ihr Büro kommen, wenn Sie nicht bereit sind, mich zu sehen? Eine hervorragende Frage, Daniel. Vielen Dank. Ich bin trotzdem gleich bei dir. Okay, ja, ich mag ihn. Er ist cool, Leute. Dumbledore ist cool. War ja auch klar, Leute. Ich meine, das war so klar. Ich werde diese 8-Stunden-Aufgabe niemals hinbekommen, ohne Edelsteine zu kaufen. Aber es ist definitiv die letzte Aufgabe. Deswegen werde ich mir nur ein kleines Set gleich holen. Ich gucke jetzt mal, wie weit ich noch komme. So. So, jetzt warten wir. Jetzt holen wir erstmal, ja, nochmal hier so ein 10er-Paket. So. Gut. Wir haben noch 3, ne? Ja, wunderbar. Dann nochmal hier die 2. Okay, Leute. Es geht leider nicht anders. So, ich hoffe, jetzt reicht es einigermaßen, Leute. Das ist das letzte Mal, hoffentlich. So, dann, genau, nochmal für 100, zack. Und weiter geht's im Text. Könnte aber trotzdem knapp werden, glaube ich. Aber danach könnten wir uns nochmal 2 kleine, also 20 könnten wir uns danach nochmal holen, Energiepunkte. Naja, es muss reichen, Leute. Noch eine Aufgabe danach schaffe ich auf gar keinen Fall. Alter, wieso gehe ich einfach hier an irgendwelche Orte von Dumbledores Büro, wenn er nicht dabei ist? Ganz schöner Rebell, der Daniel. Also nochmal vielen lieben Dank an alle, die gerade diese Folge gucken und wirklich jede Werbung wirklich auch angucken. Ihr müsst die ja nicht mal komplett gucken. Es reicht, wenn ihr die 5 Sekunden anguckt, die Werbung halt überspringbar oder nicht überspringbar ist. Wenn ihr die ganze Werbung guckt, würdet ihr mir natürlich noch mehr helfen, aber ich verstehe es, wenn man das nicht möchte. Deswegen aber auch vielen lieben Dank an alle Leute, die mich in der Form unterstützen, dass sie eben zum Beispiel... Ja, scheiße, jetzt habe ich Blödsinn gemacht, weil ich wieder gelabert habe, Leute. Vielen lieben Dank auch an alle Leute, die sich die Werbung halt generell angucken und keinen Adblocker drin haben. Wirklich Daumen hoch an euch. Ohne euch wäre das alles hier nicht möglich. So, wir haben es geschafft, Leute. So, und dafür kriegen wir natürlich nochmal ordentlich Münzen. Einsammeln.
Warum haben Sie mich in Ihr Büro gerufen? Aha. Ich habe beispielsweise das Gefühl, dass Fox deine Gesellschaft schätzt. Kreisch! Außerdem vergebe ich 20 Punkte für Hufflepuff für die Meldung, dass ein Schüler Magie außerhalb des Unterrichts eingesetzt hat. Okay. Dies war zudem deine letzte Prüfung auf deinem Weg zum Vertrauensschüler. In ihrem Büro herumzustehen, bis sie mit dem Zeichen fertig sind? Unterschätze niemals die Macht einer Zeichnung. Aber ja, ich musste deine Geduld auf die Probe stellen. Außerdem habe ich deine Toleranz geprüft, indem ich dich einer der berüchtigten Tiraden von Mr. Filch ausgesetzt habe. Beides ist entscheidend für den neuen Hufflepuff-Vertrauensschüler. Habe ich die Prüfung bestanden? Das hast du. Ja, Leute, nice! Ich werde also der neue Hufflepuff-Vertrauensschüler? Diese Entscheidung treffe ich nicht alleine. Du musst mit deinem Hauslehrer sprechen. Vielen Dank, Professor Dumbledore. Ich danke dir, Daniel. Glückwunsch, du bist nur noch einen Schritt davon entfernt, in deinem 5. Jahr der neue Hufflepuff-Vertrauensschüler zu sein. Ich war noch nie besonders gut darin, Geheimnisse für mich zu behalten. Ja, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt endlich die letzte Aufgabe und wehe, die kostet Energiepunkte. Bitte kommen Sie zu mir in den Hufflepuff-Gemeinschaftsraum. Ich habe das Ergebnis Ihrer Vertrauensschülerprüfung. Los geht's! Und hineinspaziert und finde heraus, ob du Vertrauensschüler geworden bist. So, hallo. Glückwunsch, Daniel. Wenn ich schon nicht Vertrauensschüler werde, dann hoffentlich du. Er sagt Glückwunsch, obwohl er nicht mehr weiß, ob ich genommen wurde, okay? Daniel, ich höre von überall, dass du der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler sein wirst. Okay, das ist schon mal ein Zeichen. Ich kann es nicht glauben, dass mein bester Freund Vertrauensschüler sein wird. Du bist fast so cool wie Bill Weasley. Oh Mann, der Typ mag mich ja immer noch. Was muss ich denn tun, damit er mich hasst? Mann. Sie wollten mich sprechen, Professor Sprout? In der Tat, Mr. Granger. Es ist mir eine Freude, Sie darüber zu informieren, dass Ihnen die Ehre zuteil wird, der nächste Hufflepuff-Vertrauensschüler zu werden. Ich hab's geschafft. Vielen Dank, Professor. Keine Ursache. Für diese Auszeichnung haben Sie hart gearbeitet und den Respekt Ihrer Mitschüler verdient. Zu Beginn Ihres 5. Jahres erhalten Sie das Vertrauensschülerabzeichen und Zugang zum Vertrauensschülerbad. Noch einmal vielen Dank, Professor. Mir fehlen die Worte. Ich habe große Erwartungen in Sie, Mr. Granger. Sie machen Hufflepuff stolz. Oh yeah, Leute. Werde Vertrauensschüler abgeschlossen. Ich bin Vertrauensschüler, Leute. Mega nice. Oh mein Gott. Ja, Leute, damit sind wir jetzt Vertrauensschüler und wie versprochen möchte ich jetzt gerne noch die 15.000 Münzen auf den Kopf hauen und dafür gehen wir mal in den Laden. So, und es gibt ja neuerdings hier das mit den Haustieren und ich würde mir gerne bei der Eule diese Eule hier kaufen. Dafür kriege ich 1665 Wissenspunkte und das ist mega viel. Und ja, gönnen wir uns, Leute. Los geht's. Level 22 in Wissen. Nice, Leute. So, fertig. Und, löschen und verlassen, weil ich wollte ja eigentlich nur für die Wissenspunkte. So, dann gucken wir nochmal nach. Empathie sind wir auch schon wieder fast ein Level up. Wissen sind wir jetzt Level 22, wir sind Level 27 hier und immer noch Erster wahrscheinlich. Ja, Leute, wir bauen unsere Führung aus. Also, Leute, es war eine rundum gelungene und geile Special-Folge von Hogwarts Mystery, die knapp 1 Stunde und 20 Minuten ging, also fast Spielfilmlänge. Und ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht und wenn dem so ist, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat und abonniert meinen Kanal unten auf dem Logo. Checkt auch auf jeden Fall die Playlist von Hogwarts Mystery ab, wenn ihr die anderen Folgen nicht verpassen wollt oder wenn ihr vielleicht neu seid und alle nachträglich nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr das in der Playlist am einfachsten tun. Und ja, vielen lieben Dank nochmal an alle, die sich die Werbung angeguckt haben, das ist nicht selbstverständlich und vielen lieben Dank dafür. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder bei einer neuen Folge von Hogwarts Mystery. Macht es gut und bis dann. Ciao zusammen!